be that young rapping dude. Might this trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf den deutschen Star Wars Battlefront 2 Kanal. Übermorgen, Leute, ist es soweit, der neue Modus kommt endlich raus. Totale Vorherrschaft, endlich. Der Name ist jetzt auch offiziell raus. Totale Vorherrschaft ist total in 2 Tagen am Start. Diesen Dienstag. Ich weiß, dass jeder nicht diesen Dienstag sofort zocken kann, aber das sind auch nur 3 Tage von dem Wochenende entfernt. Und dann können wir endlich richtig loslegen. Ich werde natürlich für euch die Gameplays dann hier hochladen. Meine Meinung zu dem Modus und vieles, vieles mehr. Leute, das wird absolut genial. Und hier bekommt auch schon wieder neue Informationen zu diesem Modus in diesem Video, Leute. Ich denke mal, ihr habt nichts falsch gemacht, hier am Start zu sein, denn jetzt kommen wir zu den Kampfpunkten, zu den Fahrzeugen, die jetzt wirklich auch enthüllt worden sind, welche Fahrzeuge am Start sind. Kurze Sache nochmal zum Spawn. Was ist mit Sternjäger und wie viele Helden und Schurken kann man gleichzeitig spielen? Alles hier in diesem Video als Inhaltsverzeichnis. Und als Frage des Tages habe ich natürlich für euch auch etwas, nämlich wie findet ihr neue Maps. Welche neue Maps würdet ihr gerne haben? Aber dazu komme ich gleich. Noch nicht antworten. Erstmal Kommentar des Tages zur letzten Frage des Tages. Nämlich habe ich euch gefragt, seid ihr traurig? Ist das für euch ein Weltuntergang, dass nur eine Map kommt? Und hier habe ich mal Kommentar des Tages eingeblendet. Und ihr wart richtig gefasst. Ihr wart einfach objektiv, hat das einfach gefasst betrachtet und habt gesagt, okay, ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil es kommen ja noch mehr Maps. Aber die können noch nicht genaueres sagen. Aber es kommen neue Maps und das ist mal richtig geil. Dazu können sie aber noch keine Stellung nehmen. Ich glaube, das hat wieder was damit zu tun, wie der Modus ankommt, erstens. Zweitens muss das okay wieder von Disney, von EA und weiß was ich, bla 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 geben. Das ist ein bisschen komplizierter als bei Battlefield. Bei Battlefield, bum bum bum, da kommen die Infos ganz ganz schnell, weil da gibt es halt nicht so einen Filter wie Disney oder halt wie andere Sachen wie Lucasfilm und so weiter. Ja, das ist natürlich etwas, was die Battlefield-Fans feiern, aber wir müssen halt uns gedulden und wir müssen auch mal abwarten. Dieses Quartal ist bald zu Ende, dann fängt ein neues Geschäftsquartal an und EA ist ja ein Börsenunternehmen, da müssen wir natürlich ein bisschen abwarten und dann von April bis Juni ist dann wieder, ja, neuer Content zum Start. Also ich denke mal, so Anfang April bekommen wir nur neue Infos, welche Maps kommen, welcher Content kommt, kommen neue Waffen und kommen neue Helden. Das ist natürlich etwas, was uns sehr, sehr interessiert. Und da bin ich mal mega gespannt, was da auf uns zukommt in der Zukunft. Aber das Ganze werdet ihr hier auf diesem Kanal so oder so erfahren. Nämlich schon vielleicht nächste Woche, ja. Wenn man so betrachtet, nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche ist ja schon ab morgen Montag, ich meine übernächste Woche dann, also in 8 Tagen die Woche, kann man eigentlich schon erwarten, vom 1. bis zum 7. April könnte schon etwas kommen, ja. Vielleicht neue Waffen, so ungefähr. Also nicht genau welche Waffen, aber neue Waffen. Helden, Schurken, neue Maps. Und jetzt kommen wir auch zur Frage des Tages, Leute. Welche neuen Maps würdet ihr gern in den neuen Modus haben? Neuer Modus, ja? Weil es wurde gesagt, es könnte sein, dass Coruscant oder Mustafa, ein von den beiden Maps, kommen. Ja, einer von den beiden. Natürlich, wenn beide kommen, absolut genial. Ich würde das so hart feiern, ne? Ich würde so hart feiern, wenn beide Maps kommen. Aber seien wir doch mal realistisch. Würden wir sagen, okay, Coruscant im April, im Mai dann Mustafa, würde es eigentlich gut sein. Da würde ich mich freuen. 2 Maps, 2 Monate. Das wäre richtig cool. Und im Juni oder beziehungsweise noch in diesem Update enthalten noch 2 Maps jeweils. Also sagen wir mal im April für die Angriffsklasse, für die Schwereklasse eine Waffe. Ja. Und dann im Mai für die Offizier- und die Spezialistenklasse eine Waffe. Natürlich ist das dann irgendwie unfair, dass die beiden Klassen eine Waffe mehr haben. Aber ja, so viel Content kann man jetzt auch nicht erwarten, ne? Weil das Spiel ist schon älter und mit dem Spiel verdienen ja nicht so viel Geld. Aber ich denke mal, das ist eigentlich ganz gut. Eine Map, 2 Waffen. Das wäre cool. Vielleicht habt ihr da noch Ideen, was noch kommen könnte. Denn Skins kommen so oder so. Nämlich die Spezialeinheiten-Skins. Aber dazu mache ich auch noch ein Video, Leute. Deswegen seid beruhigt. Videos kommen sowieso ohne Ende. Die Spezialeinheiten, nämlich die Jet-Truppler und so weiter. Der Wookie, dass er einen neuen Skin bekommt. Wie sieht denn sein Fell dann aus? Schwarz? Nein, ich denke mal, Wookies bleiben Wookies. Vielleicht bekommt er noch so eine Gürtelschnalle oder irgendwas anderes. Um sich ein bisschen anders halt. Farbig anders, aber ansonsten wird sich da nicht viel tun. Ich denke mal, so Todestruppler könnte man so ein bisschen was machen. Glänzendere schwarze Skins oder sowas, das wäre richtig cool. Matt-Schwarz oder so, das wäre halt etwas, was man so in Angriff nehmen könnte als Entwickler. Und dazu, wie gesagt, in den nächsten kommenden Videos. Also in den nächsten Wochen wird es so interessant. Übermorgen ist sowieso der Modus da. Ich bin so gehypt. Ich bin sowas von gehypt. So,
Frage des Tages ist raus, natürlich. Jetzt nochmal kurze Sachen zum Spawn. Ja, und zwar habe ich ja gesagt, es gibt den Squad Spawn. Ja, das war richtig, es gibt den Squad Spawn. Und so wurde ich auch gefragt, ja, wie sieht's aus? Spawnt man immer ganz weit hinten, läuft man immer weiter, wenn der Squad tot ist. Und ihr wisst ja, wie das ist. Du willst beim Squad-Mitglied spawnen, du drückst die ganze Zeit drauf und dann ist er im Gefecht. Genau eine Sekunde davor war er noch frei und dann in dem Augenblick, wo du dann drauf drückst, ist er besetzt. Ja, ist er im Kampf und dann stirbt er, alle sind tot. Heißt das, du musst ganz von hinten spawnen? Zum Glück nicht, Leute. Es wurde bestätigt, dass man nicht hinten spawnt. Es kommt immer drauf an, die Kommandoposten. Es gibt ja 5 Kommandoposten. Sagen wir mal, 2 Kommandoposten ganz rechts wurden schon eingenommen. Das heißt, ihr spawnt nicht mehr rechts, weil es ergibt keinen Sinn, dass ihr rechts spawnt, weil die ja schon eingenommen sind. Das heißt, ihr spawnt entweder in der Mitte, weil in der Mitte ist da noch eins, oder halt links, wo noch 2 sind. Ja. Deswegen müsst ihr mal gucken. Das wird eigentlich gut gebalanced sein. Also ich finde das eine richtig gute Idee. Das mit dem Spawn-System, also das so viel dazu, falls euer Squad tot ist oder halt im Kampf, damit ihr nicht so sagt, okay, jetzt ganz hinten spawnen, nicht so traurig sein. Leute, es wird alles gut. Übermorgen, wisst ihr immer, wenn ich schon diese negativen Stimme und die komischen Bilder sehe gegen DICE, weil es würde der Entwickler so faul sein, der macht 2 Spiele, hallo, Battlefield 5 und Star Wars Battlefront 2 am Supporten. Und natürlich sind die Updates kostenlos. Und wenn etwas kostenlos ist, ich habe es euch Millionen Mal schon gesagt, ich beschwere mich da nicht. Also wer sich über kostenlose Sachen beschwert, weiß nicht, Leute. Ich finde es ja nicht so korrekt, wenn etwas kostet. Wenn mir jemand etwas schenkt, ja, und etwas zum Beispiel, weiß es nicht, zu einer Konsole Spiele schenkt. Ich sag dann nicht, was hast du mir geschenkt, was denn das und so. Ich bin dankbar. Und auch wenn es nicht so die Spiele sind, die ich feiere, aber dennoch, ich bin absolut dankbar. Und deswegen ist alles gut. Ja, dankbar bin ich natürlich auch an Tommy Boy an dieser Stelle für die 2 Euro Donation. Letzten Stream dazu nochmal erwähnt, hätte ich fast vergessen. Tommy Boy, Grüße gehen raus an dich. Du bist nicht vergessen. 2 Euro hat der Gute dagelassen. Dankeschön für den Support. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, auf die habt ihr die ganze Zeit gewartet und ich auch. Welche Fahrzeuge? Erstmal kommen wir zum Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden endlich enthüllt, nämlich die Speeder. Es gibt die Speeder. Ich denke mal, die von Endor, ganz normal. Die Speeder. Jetzt nicht gleich haten, ne? Ich denke mal, das sind die Barkspeeder und das Step, ja. Ich glaube nicht, dass das genau von Dings ist Endor, weil hier steht nur Speeder. Also Barkspeeder und Step, glaube ich, weil das passt einfach zur Geonosis dann. Dann ist ATRT und das AAAT, also AAT. AAT, ja, so. Diese 3 Fahrzeuge. Ja, und kein GAP wurde enthüllt, kein GAP und kein ATTE. Diese 2-3 Sachen nicht, also 2 Sachen nicht. Dann kommen wir zu den Kosten. Endlich die Kampfpunkte. Was könnt ihr eigentlich kaufen mit den Kampfpunkten? So, Leute, jetzt kommt's. Kampfpunkte enthüllt. 200 Kampfpunkte kosten die Speeder. ATRTs kosten 400. 800 kostet das AAT. Dann kommen wir zu den Spezialeinheiten. Geht von 1000 Punkten los, ja. Also die ganz normalen Jet-Truppler und so. Kosten 1000 Punkte, die etwas stärkeren, ja, die kosten halt 1500, nicht 2200, sondern 1500, das sind so Wookies und sowas, also für Geonosis natürlich angepasst. Und die Infiltrator-Klasse kostet 2000 Punkte, ja, nicht 2200 oder 2400, 2000 Punkte ist sehr fair. Ich weiß nicht, ob die das auch schon vorher geleakt hatten, dieses 2000 Punkte, ich glaube schon, das habe ich im Video erwähnt, oder? Leute, habe ich da einen Fehler gemacht? Ich glaube, ich habe da auch die 2000 Punkte erwähnt. Also jetzt ist auf jeden Fall raus. Das sind jetzt schon mal die Sachen. Aber natürlich die Frage, welche Helden und welche Schurken. Die Helden und Schurken habe ich ja schon enthüllt. Die Ära-Helden kosten 4000 Punkte nur. Ja, endlich. Nur 4000 Punkte ist ziemlich fair. Und man kann die auch direkt nehmen, wenn ihr das Geld habt. Aber bedenkt in der ersten Phase, also in der Phase, wo ihr auf Geonosis spielt, kann man nur auf jeweils beiden Seiten nur 2 Helden nehmen. Also wie immer, was heißt nur, ne? Also wie immer 2 Helden pro Seite. Wenn ihr dann auf dem Raumschiff seid oder bei der letzten Phase, egal, wenn ihr am Raumschiff seid, dann geht's los. 8 Helden und Schurken gleichzeitig. 4 Helden, 4 Schurken auf beiden Seiten bashen sich oben im Raumschiff. Leute, das geht richtig ab. Und nochmal zu der Map. Natürlich, es gibt nur eine Map planetarisch zurzeit, Geonosis. Es kommen noch weitere Maps. Aber 2 Raumschiff, neue Maps, also in dem Raumschiff gibt es ja auch dann neue Arealen, dann heißt es eigentlich 3 neue Maps, weil Geonosis ist komplett neu,
Ja, das ist halt, darf man nicht vergessen. Dann gibt es keine Sternjäger, das heißt, ihr könnt einfach chillig zocken, ohne dass hier gegeiert wird, außer Luft. Also ich finde das halt ziemlich wichtig. Also, ohne Sternjäger, das kennt man aber auch von Geonosis und Galaktischer Angriff. Das ist eigentlich ganz gut. Also perfekt. Ja, Leute. Das soll es auch schon gewesen sein. Das waren die Infos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einfach mal alle Infos hier mal rausgehauen. Also, was bleibt da uns noch? Eigentlich brauchen wir nur noch einen Trailer und vielleicht die restlichen Informationen zum Lichtschwertkampf, versprechen wir Win. Und das war's dann eigentlich. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Kommentieren, bewerten nicht vergessen. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.